Die Ausstellung Dialogos, Ramanui und die Kunst des Kombinierens rückt eine herausragende Figur des Mittelalters in den Fokus. Ramanui war ein Denker, der sich zwischen den Welten bewegte. Sein Leben spielte sich zwischen seinem Geburtsort Mallorca, dem spanischen Festland, dem westlichen Europa und dem östlichen Mittelmeer ab und somit auch entlang der Schnittstellen der christlichen, jüdischen und muslimischen Kultur. Er zählt zu den großen Gründungsvätern der europäischen Kultur. Dass Europa für Moderne und Innovation steht, basiert auch wesentlich auf dem Werk Ramanujis. Ramanui erfand drehbare Papierscheiben, mit denen man Begriffsbeziehungen formalisieren konnte. Man könnte sie als eine Art Papiercomputer bezeichnen. Von ihnen lässt sich eine Entwicklung bis zur aktuellen Ausstellung Open Codes verfolgen. Die sogenannte Ars Combinatoria, die Ramanui begründete, hat Gottfried Wilhelm Leibniz und später George Boole dazu angeregt, ein binäres Zahlensystem zu entwickeln, das auf Nullen und Einsen beruht. Heute verwenden wir diese binären Zahlensysteme ständig. Sie sind die Grundlage eines jeden Computers. In der Ausstellung werden auch historische Rechenmaschinen, wie die des Württembergers Philipp Matthäus Hahn aus dem 18. Jahrhundert, gezeigt. Yui inspirierte nicht nur den technischen Fortschritt. Auch zahlreiche Künstler wurden über Jahrhunderte von ihm beeinflusst, wie beispielsweise Antoni Tapies, Arnold Schönberg und Anselm Kiefer, der in der Ausstellung mit mehreren Werken vertreten ist. Aber auch aktuelle Medienkünstler wie Philipp Goldbach oder David Link wurden von Yui geprägt.